Schatzstation 12B. Hier habe ich damals viele schöne Stunden verbracht. Sie müssen sich in alle drei Terminals hacken. Dadurch konzentrieren sich alle Geschütze des Schiffs auf das größte feindliche Ziel. Unbemannte Geschütze gegen einen Kreuzer? Wir können ihnen zumindest ein blaues Auge verpassen. Denen wird noch leid tun, dass sie sich mit dem Delta-Team angelegt haben. Atmosphärische Kompensatoren okay. Ausgefallen. Fixer hat die Sache jetzt alleine mit dem Panzerbrecher zu tun. Ich hoffe, das funktioniert. Eine Minute jeweils für jedes Terminal, das ist... Die Missionsziele sind einfach super in dem Spiel. Ich liebe das. Ich werde jetzt ab und zu mal einen Blick nach hinten werfen, um zu gucken, wie Fixer das in der Hand hat. Ich höre auf jeden Fall. Ich höre... Sir, noch ein Angriffsschiff in Sicht. Wir brechen auf. Okay. Herbert, wir gehen in Position. Scotch, dahin. Ist ja okay, Republik. Ich komm back da. Da oben hängen welche rum. Boah, perfekt. Feuer auf die Separatisten eröffnen. Okay. Sie haben nicht vor, aufzugeben. Ach Quatsch, echt jetzt, Bro? Vor allem das 04 gleich. Daunus 7 hat es gleich geschafft. 7 kann das andere Terminal jetzt gleich übernehmen. Was hat 7 denn neutralisiert? Berater, wenn Sie uns nicht bald helfen, müssen wir abdrehen. Wie ist der okay. Wir arbeiten daran, Captain. Was erwarten die denn von uns? Dass einer das alleine übernimmt? Apropos, einer das alleine übernimmt. Ich bin doch einfach ein Gott. Ja, dahin. Lacken wir das Terminal. Ja, okay. So, jetzt übernimmt das einer alleine. Mit Fixer. Okay, vielleicht ist das keine so gute Idee. Oh Mann. Scheiße, finde ich. Nur 7, macht da weiter. Oder 6-2, keine Ahnung, jemand hilft mir jetzt hier. Was ist passiert? Online. Eröffne Feuer. Wir haben's! Einstellung halten, Team. Das wird nicht lange dauern. Ich muss nachladen. Echt nicht? Oh Mann, ich muss ja alles im Blick haben. Ja! Perfekter Monster. Oh Mann, ich bin gleich sowas von tot. Zerstört das Schiff. Wir brechen zusammen, wir sind erledigt. Oh, gut, dass wir zwei Schiffe haben. Da ist eins, wir haben eins. Halten Sie die Position. Wann ist das Schiff denn zerstört? Ach, sie sind alle tot. Was ist hier los? Es ist das Schlachtschiff. Ihre Droidenkontrollsysteme sind außer Betrieb. Ach, deswegen sind alle down. Schaut euch das an. Ist das nicht wunderschön? Volle Deckung. Wenn das jetzt in uns rast, dann haben wir... Danke für die Hilfe, Captain. Wir haben geschehen, Delta Team. Niemals steht ein Schiff der Republik, wenn wir in der Nähe sind. Können wir das Feuer nicht einstellen? Wollte ich gerade sagen. Wow, Mace Windu! Da ist Mace Windu, Samuel L. Windu. Entscheidende Entdeckungen. Es gibt Zeiten, in denen die Handlungen einer kleinen Gruppe von tapferen Soldaten den Ausgang eines ganzen Krieges beeinflussen können. Die Republik hat dem Delta-Team allerhand zu verdanken, da es Beweise über eine Allianz von Separatisten und Söldnern geliefert hat. Okay. Separatisten und Söldner. Die Sklavenhändler von Kashyyyk. Kashyyyk? Oh, schön. Ein Hilferuf von Kashyyyk, dem Heimatplaneten der Wookiees, erreicht die Republik. Die Trandoshana haben den Planeten angegriffen und organisieren einen grausamen Sklavenhandel, anscheinend mit Waffen der Separatisten. Der Gedanke an eine Allianz dieser beiden Parteien ist mehr als beunruhigend. Das kriegsmüde Delta-Team wird auf eine gefährliche Hilfsmission gesandt. Tag 785, Klonkriege, Kashyyyk. Willkommen auf Kashyyyk. Dank der Daten, die Sie auf diesem Angriffsschiff fanden, ist die Beziehung zwischen der Republik und den Wookiees sehr gut. Sie haben uns gebeten, Ihren Anführer zu finden, einen Wookiee namens Tarful. Tarful.
Kapitol hat jahrelang gegen die Trandoshanischen Sklavenhändler gekämpft. Vor 2 Tagen wurde seine Patrouille überfallen. Die Wookies dachten, er wäre tot. Wir haben aber eine Nachricht der Trandoshaner abgefangen. Tafol wurde gefangen genommen. Sie müssen dort verdeckt eindringen. Er lebt noch und wird in einem Sklavenlager hier auf Kashyyyk festgehalten. Diesmal ist wenigstens das Überraschungsmoment auf Ihrer Seite. Viel Glück. Ach, das wollen wir doch mal sehen. Ich weiß gerade gar nicht, warum es denn so unheimlich schlimm ist, dass die Trandoshaner sich mit den Separatisten verbünden. Sind die Trandoshaner echt so eine riesengroße Gruppierung, dass es denn überhaupt etwas ausmacht? Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade etwas im Mund habe, ich habe meinen TikTok genommen. Die Rettung von Tarful. Mann. Für diese Mission wurden die Kommandos der Republik ausgebildet. Schnell, heimlich und gefährlich. Ihre überraschenden Verbündeten sind die furchteinflößenden Wookiee-Krieger. Ihr Ziel ist der gefangene Anführer Tarful. Das Lager der Trandoshaner ist ein paar hundert Meter südlich von hier. Wir wissen nichts über die Defensivsysteme des Lagers. Gehen Sie also vorsichtig vor. Hoffentlich geben Sie nicht auf. Schluss damit, 7. Gut, ich übernehme die Führung. Ich habe Angst, dass ihr mir alles kaputt... Toilette, Frosch! Oder so. Okay. Ich glaube, ich müsste Munition für alle Waffen haben. Okay, es ist leicht gruselig. Lager der Sklavenhändler finden. Sniper Positions. Ich duck mich mal. Wir haben hier Echsen, Sir. Ich weiß, sollen wir die einfach umbringen? Was mache ich denn da jetzt? Ja, Sir. Ausschalten, aber leise. Nehme Position ein. Oh. Großartiger Schuss, Delta 38. Ach, das sollte ein leiser Angriff sein. Gut, dass sie nichts checken. Genauso wenig wie mein Team. Okay, dann übernehme ich das. Okay. Ich glaube, da ist keiner mehr. Präzisionsschuss abbrechen, Kommando. Ich gehe jetzt selber mal gucken. Hallo? Ich hätte gerne ein Stück von diesem leckeren... Regel 23. Schieb niemals Wachdienst mit leerem Magen. Genau. Was ist denn das? Wo ist denn der Kopf? Ach, das ist der Kopf. Das ist ein Krokodil. Ein Krokopferd. Nil. Keine Ahnung. Oh, hey, schön. Shotguns. Gefällt mir. Ich mal die hier. Boah, das hat jetzt schon ein bisschen was von dem Jungle-Level aus Soldier of Fortune, nur dass es da nicht Nacht war. Oh, in der Nacht hätte das in Soldier of Fortune auch so gut reingepasst. Aber es ist zu viel Licht, wie ich finde. Lager der Sklavenhändler geortet. Weiter wie gehabt, Sir? Ja. Wir machen Sieht das. Sieht eher wie eine Festung aus. Haltet sie von der das Tür fern! Lustig. Raketenwerfer! Oh, scheiße. Hexe ausgelöscht. Von der Tür fernhalten und... Wo ist ein Raketen? Fuck! Ziel eliminieren. Okay, ihr holt euch den. Sackgesicht! Geschafft. Perfekt. Das Geschütz kommt wie gerufen. Verstanden. Okay, ich nehme mich hier und ihr haltet das hier im Blick. Gehen wir die Tür geht auf. So weit, so gut. Kümmern wir uns um die Tür. Ei, ei. Warum haben wir die? Ach so, ja, ja. Delta, formieren Sie sich. Stopp! Lassen Sie mich kurz nachdenken. So, und jetzt nochmal, damit einer eine Granate werfen kann. Ich mache jetzt weiter. Delta-Team, mehrere Signaturen nähern sich ihrer Position. Oh, da kommen sie. Ja, ja, ist okay. Dahin. Mein Meisterschütz in Deckung. Bombardieren Sie sie von dort, Delta. Hat es gut gemacht, Sir. Der Raketenwerfer soll feuern. Bereit, ich merke schon, Fixer hat das nicht so unbedingt drauf. Gut, dass ich da sehr gut geskillt bin in sowas. Überhaupt schon scheiß Hinterhalt. Das sind wieder typisch Trandosch. Ach, der kann da auch gar nicht hinschießen. Wir brechen auf. Da kommt noch, ja. Direkt hinter. Position ändern, Delta. Schalten Sie sich von dort aus, Delta. Ja, okay. Ich hoffe, ich habe es jetzt einigermaßen geregelt. Es hört auch nicht an. Oh Mann. Das ist einfach lächerlich, wie sie umherfliegen. Ja, das wollte ich auch gesagt haben. Das wird doch niemals was mit einem Überraschungsmoment. Ich glaube, das war's auch. Sehr schön. 07 halte ich. Humpeln Sie nicht rum, nehmen Sie Baxter. Ja, das war klar, dass es ihn erwischt. So blöd, wie er da stand. Ich wusste nicht, dass sie von hinten kommen. Wo hätte ich das wissen müssen? Ich meine, ich habe das Spiel auch nie durchgespielt. Komplett. Ich war zwar in Kashyyyk, aber ich habe es nicht ganz zu Ende geschafft. Geht die Tür mal auf? Danke. Es gibt keinen anderen Weg. Bereithalten, Delta-Team.
Wir könnten es machen wie die Tandusch und einfach über alles drüber schreiben. Das ist unser Fluchtweg. Sie sind doch nicht fliegen. Wir haben keine Chance. Zur Tür. Keine Chance, Boss. Das ist eine Falle. Berater, wir haben hier ein Problem. Durchhalten, Delta. Ganz in Ihrer Nähe ist eine Wartungsluke. Sprengen Sie das Ding. Perfekt getroffen, Dreier. Wartungsluke. Ah, hier. Ich habe die Luke gefunden. Hey, wenn das kein roter Teppich ist. Aua. Wo führt sie hin? Ist doch egal. Hauptsache weg von hier. Moment. Führt zu einem Landeplatz. Sprengen Sie sie und dann nichts wie weg. Landeplatz von Trandoshana? Da will ich eigentlich nicht hin. Oh, scheiße, Delta hat Probleme. Los geht's. Hau. Hartes Aufeinandertreffen. Wir sind am Landeplatz. Ich übertrage jetzt die Exfiltrationskoordinaten. Ausgezeichnet. Sichern Sie den Landeplatz und drücken Sie zum Lager vor. Was wird das? Gehe in Deckung. Ja, genau. Das würde ich nämlich jetzt auch vorschlagen, weil das ist nicht Sinn der Sache, eine Transformation der Deltas. Das war ich nicht. Nehme Position ein. Das war ich. Diese Strahlen sind mit einer automatischen Alarmanlage verbunden. Haltet euch ab jetzt lieber von den Scheinwerfern fern, Jungs. Ach so. Oh. Tja, leider zu spät alles. Schön, dass ihr mir das alles so zeitnah sagt. Okay. Wow, hier sind Sammler. Ah, oh, Mann. Zerstört den Scheinwerfer. Ach, der Scheinwerfer. Ja, genau. Zielbereich in Sicht. Von hier haben wir freies Schussfeld. Ah, oh Gott, ist das ein hässliches Problem hier. So. Ich hätte hier gerne einen so ein bisschen Überblick verschafft. Die Tür ist blockiert. 3-8. Alle Wände haben strukturelle Schwachpunkte, die sie sprengen können. Sie müssen sie nur finden. Warum überhaupt? Diese Wand sieht recht dünn aus. Team, suchen wir uns einen Weg. Warum redet sich 3-8 jetzt wieder selbst ins Wort? Und wieso? Wieso bauen Wookies ihre Mauern so, dass hier... Es ist wie bei Indiana Jones. Das ist totaler Mist hier. Wir sind auf den Stegen. Oh. Bewegt euch. Oh, Sammler! Ah, shit. Ja, was ist denn hier los? Ah, was war das? Ich konnte nicht mehr zustehen. Oh Gott. Ja, durcheinander hier teilweise wieder in diesem Spiel. Ich bin halt auch immer noch am Überlegen, was ich hier nachspielen werde. Weil wir, das ist jetzt auch das letzte Kapitel, das wir mit den Deltas bestreiten. Ich bin echt am Überlegen. Ich hatte mir Gedanken gemacht über verschiedene Dinge. Ups. Gut, dass er mich nicht sieht. die in Frage kommen natürlich Shooter. Weil. Oh, fuck. Das so die Sache ist, die. Was ist denn hier schon wieder passiert? Wow, wow, wow. Okay. Weil das so die Sache ist, die mir. Warum brennt 07? Warum hören die Jungs nicht einfach auf? Schluss mit dem Geplapper. 07 braucht Hilfe. Bin unterwegs. Ich hab das schon erledigt. Danke. So. Meine Güte. Überall Alarm. Ich, wow. Hi! Oh, bitte überrenn mich. Er hat sein Dingsterbumster vergessen. Wookie Armbrust. Kein Wort verstanden, aber das wird schon richtig sein, was 3-8 sagt. Habe ich jetzt nicht ganz. Ach, die lade ich auf, okay. Oh, cool. Ach, der Scheinwerfer, scheiße. Alle reden durcheinander, alle, vor allem der Berater redet extrem leise. Die Musik ist ab und zu laut, sodass. Gott. Was soll ich denn dazu sagen? Wir müssen Tafu finden, das weiß ich. Oh, 7. 7 platziert da eigenhändig eine Mine, um dann festzustellen, dass... Ah, dieses Wookie-Ding scheiße ist. Ach. Oh, voll auf... Ah, der hat so einen strahlenden... Fuck, 4-0 ist der letzte. Oh Gott, das wird knapp. Oh Gott, danke. Ah, vielleicht aufhören... so blöd anzustellen und anfangen mit Weltretten hier. Ich regel das. Okay, ich glaube, Scorch hat sich mehr als ein Knochen gebrochen. Fuck! Ach, der Scheinwerfer immer noch. So. Ja, genau. Regel das mal. Denn einer hat noch dieses Ding da. Okay, wir werden hier leicht überrannt von den Trandos. Erstmal das Bein hochlegen. So. Es quietscht.